Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lan Toshi da für euch in The War of End unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Erkunden und dann War of End und hier haben wir das Achievement Geschichte erschnüffeln. Für dieses müssen wir Folgendes machen: Lest die folgenden Bücher von Ashket, während ihr unter dem Effekt polymorphische Übersetzung steht. Und polymorphische Übersetzung ist ein Trank, den wir benutzen können. Diesen gibt es einmal hier in der Stadt der Fäden, und zwar in Ashkehet auf den Koordinaten 47, 70. Und da können wir den einmal in einem Gebäude kaufen. Da bin ich jetzt schon einmal davor. Und wenn wir hier reingehen, dann haben wir hier, wenn dann Seaspark stehen, oder wenn wir schon ein bisschen weiter was gequestet haben, dann steht hier Seaspark Ersatzkasten. Und bei beiden können wir einmal einen Trank kaufen, und zwar Trank der polymorphischen Übersetzung, der Rubisch. Und wenn wir uns den holen, dann können wir den auch einsetzen. Ihr könnt euch den auch, glaube ich, gegen Gold im Auktionshaus kaufen. Also bei mir kostet er gerade 180 Gold oder ihr zahlt halt hier diese paar Ressourcen. Wenn wir den einsetzen, haben wir 10 Minuten lang einen Buff und mit dem tigern wir jetzt los und versuchen halt diese ganzen Bücher einmal einzutüten. Und die ersten sind nicht weit davon. Und zwar müssen wir dann hier ein wenig nach oben fliegen, auf die Koordinaten 34. Und dort in dem Gebäude können dann schon mal die ersten paar Bücher drin sein. Und ja, also das erste haben wir jetzt quasi hier einmal liegen, auf diesem Nachttisch, hätte ich mal gesagt. Lesen wir uns jetzt nicht komplett durch, weil wir wollen ja unseren Buff nicht auslaufen lassen. Dann haben wir das noch eins hier oben liegen. Dann haben wir noch ein Buch hier hinten liegen. Wo haben wir es? Da auf dem Bett. Toll. Stand da jetzt gar nichts drin, oder? Das steht auf der zweiten Seite erst was. Okay, das waren jetzt die ersten drei. Wir können uns das Achievement auch mal rausholen. Das sind jetzt die verschiedenen Königinnen anscheinend. Dann ein Gebäude weiter haben wir ebenfalls nochmal zwei. Und zwar liegt eins hier hinter dem Tresen. Dann haben wir noch ein Buch, das liegt hier auf, was ist das, so eine Bank? Und noch anklicken. Und dann haben wir jetzt schon mal unsere ersten fünf Stück. Jetzt bin ich nochmal ein Stück weiter geflogen, und zwar hier hinter. Jetzt in der Stadt der Fäden, also auf der kleinen Map, auf den Koordinaten 27, 54 haben wir nochmal eins. Und das ist ebenfalls wieder hier in dem Gebäude drin. Und dazu müssen wir einfach hier auf dem Tresen das einmal anklicken. Haben wir einmal das nächste. Strenge der Erinnerung war das. Und dann haben wir nochmal eins. Das ist hier quasi in so einem Turmgebäude drin. Da muss man ein bisschen hochfliegen. Direkt daneben. Und da haben wir es hier wieder auf einem Tisch liegen. Und da haben wir die Abhandlung über Gestalten Lords, genau. Den nächsten Spot haben wir dann auch in der Stadt der Fäden hier auf den Koordinaten 77, 41. Und da müssen wir in so einen Turm rein, ne? In den Turm der Stadtmauer. Stehe ich jetzt schon davor. Und da liegt das quasi hier irgendwo. Jetzt muss ich mal gucken. Eigentlich. Ah, da auf diesem Schrank oder was das sein soll. Und da haben wir jetzt Abhandlung über Gestalten aufgestiegen, ne? So, dann sind es jetzt nur noch vier. Und zwar Ethos des Krieges, Teil 1, 2, 3 und 4. Und dafür müssen wir jetzt ein bisschen in die Zone rausfliegen. Der nächste Spot ist jetzt ein bisschen weiter außen. Und zwar sind wir jetzt einmal auf den Koordinaten 62, 30. Und dort haben wir das nächste Buch hier quasi bei diesem ganzen Grümpel liegen und das ist einfach hier einmal die Schriftrolle. Die nächste Schriftrolle haben wir dann in so einem kleinen Pavillon und der befindet sich hier hinten auf den Koordinaten 66, 31 und da haben wir zwei Eingänge, ne? Das ist so ein abgetrennter Höhlenbereich und da liegt das Ding einfach hier rum, Ethos des Krieges Teil 2 und dann brauchen wir jetzt nur noch Teil 3 und Teil 4. Der nächste Spot ist einmal jetzt hier auf den Koordinaten 43, 25 und dort sind wir auch wieder in so einem Turm. Also einmal rein und dann liegt das Ding hier auf dem Tisch. Und im selben Lager müssten wir auf der anderen Seite
quasi ebenfalls noch eine Schriftrolle haben, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt gleich mal hin. Also das war jetzt in dem Turm und in dem kleineren müssten wir auch noch die letzte Rolle liegen haben. Und dann gucken wir mal. Ah, die liegt hier oben. Und dann sind wir tatsächlich mit den kompletten Schriftrollen durch. Haben jetzt einmal noch 2 Minuten von dem Buff. Ich glaube, wenn ich die alle durchgelesen hätte, hätte es mit einem nicht gereicht. Also heißt, wenn ihr da euch alles durchschauen wollt, solltet ihr vielleicht sogar 2 Tränke mitnehmen. Gut, damit wären wir dann durch. Haben alle Bücher, Rollen, was auch immer eingetütet. Und ja, dann habt viel Spaß beim Nachspielen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.